So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Hot Pursuit Remastered und ich wünsche euch auf jeden Fall mal ein frohes neues Jahr zur ersten Folge hier im Jahr 2021. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und auch in diesem Jahr dran bleibt. Ich glaube, das ist jetzt mittlerweile mein 7. oder 8. Jahr bei YouTube und ja, ich freue mich auf jeden Fall, wie gesagt, dass ihr dabei seid. So, wir machen weiter mit den Cops, würde ich sagen. Ich habe gerade in der Vorschau gesehen, dass es noch 7 Cop-Events uns überhaupt noch in der Liste fehlen. Aber wir gucken mal, was wir doch so haben. Auf jeden Fall machen wir mal ein bisschen Cops. Wir fangen an mit Double Cross und dem Interceptor hier. The Spirit of Performance. Ziel der Entwicklung des Rekordverdächtigen. Ja, das haben wir schon mal gehört. Das erinnere ich mich. Gut, gehen wir rein. Auf jeden Fall ins Rennen. Wir haben. Ich stelle den Racer für den Sieg und das meiste Kopfgeld. Okay. Wir haben 5 Straßensperren, wir haben 2 Nagelbänder, wir haben 5 Helikopter. Also der scheint auf jeden Fall es richtig faustdick an den Ohren zu haben. Unser Ziel ist es, das unter 5 Minuten zu schaffen. Mal gucken. Was ist denn da für ein Auto überhaupt? Das dürfte ein CCX sein, oder? Ja. Naja, mal gucken, ob wir den nicht kriegen. Wird jetzt dafür natürlich noch nicht alle Einheiten vorher haben. Roger, 1073 freigegeben. Straßensperreinheiten gehen direkt vor euch in Stellung. Verdächtige Straßensperren zur Festnahme vorrufen. Wiederholung Klarmachung für Festnahme. Achtung, Verfolgereinheiten. Straßensperre-Position vor euch. Alle Einheiten, Straßensperre war wirkungslos. Ich hoffe, dass wir den jetzt noch fliegen. Ja. Der Verdächtige hat Nagelband umfahren. Waffensysteme ausgefallen. Verdächtiger benutzt ein Störsender. Aber wir sehen, wo wir dann der Verdächtige hat ein Nagelband abgeworfen. Alle Officer werden um Vorsicht gebeten. Leck mich doch mal, ich hab dich getroffen. Ich hab ganz schön erwischt. Bitte um Verstärkung. Straßensperre mit 1050. Alle vorrücken. Der Typ geht noch ein bisschen auf den Piss gerade. Das soll nämlich gar nichts machen gegen den. Alle Einheiten, Waffensysteme ausgefallen. Verdächtiger benutzt ein Störsender. Luftunterstützung auf Standby. Erwarten Anweisung. Roger, sind hinter dem Verdächtigen her. Straßensperreinheiten vor Ort, meldet euch, wo sie braucht. Alle Einheiten. Das war's. Diese scheiß Straßensperre, der hat einfach nur Glück, dass er genau in dem Moment warten kann. Weil ich hätte ihm schon noch mitgegeben können. Wir haben ihn verloren. Verdächtiger ist im Tunnel. Wir fliegen zur anderen Seite. Waffensysteme ausgefallen.
ausgefallen. Ihr seid auf euch allein gestellt, bis ihr wieder online seid. Alle Einheiten im Straßensperrbereich. Erwartung weiterer Anweisungen. Entschuldige, Straßensperre ist in Position. Verdächtiger hat die Straßensperre gerammt. Zur Festnahme vorrücken. Nagelband einsatzbereit. Bestätige einsatzbereites Nagelband an eurer Position. Alle Einheiten. Freigabe für 476 erteilt. Ich wiederhole. Freigabe für Nagelbänder. Over. Bei meinem Glück ist der. Hat er nicht da so eine so reingekriegt. Da ist er. Das war's. Ich habe keine Chance gehabt gegen den Typen. Der ist mir so weggezogen, die ganze Zeit. Ich würde gern irgendwie weitermachen. Dankeschön. Fuck. Der hat mir immer wieder die, wenn ich meine Möglichkeit hatte, dran zu kommen, hat er mir eine Nagelband reingehauen und ich habe keine Chance gehabt, irgendwas zu reißen gegen den Typen. Und wenn ich mal da eine Möglichkeit hatte, dran zu kommen, kam mir irgendwas dazwischen. Ja, es gibt scheinbar nicht viele Möglichkeiten. Vielleicht haben wir Glück, dass wir in der Straßensperre festhängen, dass ich festmachen kann. Ich fahre schon komplett außen. Wir können es eigentlich schon wieder neu starten. Weil das Problem, ich komme nicht hinterher. Hat er clever gemacht, also das Ding schön über die Straße rutschen lassen, meine Lücke. Ich will den Typen ja nicht mal kriegen, ey. Im Auge. Diese Racer setzen Nägel ein.
die auf einmal wieder vor mir gelandet? Ich hab die doch die ganze... Ich hab die doch überholt irgendwann. Ganz genau. Straßensperre in Position vor euch. Ich hab den Typen überholt. Straßensperre stehen zur Verhaftung. Oh Mann. Waffen sind ausgefallen. Die Sendung ist eingestellt, bis wir wieder online sind. Verdächtiger hat das Nachbarn verfehlt. Verdächtiger hat das Nachbarn verfehlt. Hoffentlich klappt beim nächsten Mal. Over. Verdammt. Straßensperre ist in Position. Fahrer, Edin 50 mit Straßensperre verwickelt. Alle Einheiten zugreifen. Alle Einheiten. Waffen, Thema ausgefallen. Kommunikation wird umgeleitet. Wichtig ist, dass ich den schon mal gesetzt habe. Verdächtiger fällt von der Straße runter in den Wald. Alle Einheiten, wir messen einen Energieanstieg beim Verdächtigen. Seid vorsichtig. Achtung, Verdächtiger hat ein Nagelband abgeworfen. Verstanden. Straßensperreneinheiten direkt vor euch in Stellung. Mein Wagen ist ziemlich im Eimer, benötige Verstärkung. Nagelband hat die Fahrzeug nicht abgebremst. Luftunterstützung auf Standby. Erwarten Anweisung. Gib ihm mal noch ein Mittel mit. An alle Einheiten. Das Kommunikationssystem ist gestört. System ist geprüft und bestätigt. Ich meine, der hat nur noch einen roten... Wir haben ihn verloren. Verdächtiger ist im Tunnel. Wir fliegen zur anderen Seite. Komm, jetzt gib ihm bitte noch einen mit. Ich weiß, das sollte jetzt wahrscheinlich nicht mehr machbar sein. Verdächtiger ist unterwegs auf dem South Bay Trail. Aber ich will das Ding auf Silber hinkriegen. Das war's. Yes! Endlich ist er gestoppt. So. Naja, es waren halt nur 8 Sekunden, aber ich hätte vielleicht ein bisschen mehr mitbekommen. Aber ich habe tatsächlich bekommen. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Ein bisschen zurückhalten und die Leute, die machen lassen. So, wir haben es auf jeden Fall geschafft. Das ist erstmal das Wichtigste. So, leider keine weitere. Noch keine weitere Beförderung, aber wir haben ein neues Auto, nämlich eine 8VC. Perfekte Kontrolle über schier unglaubliche Leistung. So, dann haben wir das Thema hier gegessen. Mal durch. Ich gucke jetzt gerade mal, ob wir noch ein weiteres Event haben. Dann machen wir das letzte, das Scepter-Ding auch noch und dann haben wir auch hier Ruhe. Bugatti Veyron, den wir jetzt zu Besuch kriegen. 2 Nagelbänder, 4 Straßensperren, 3 Helikopter und 2 EMP für einen Racer. Es ist ebenfalls ein Bugatti Veyron, das kann ich euch schon mal sagen. Das wurde ja schon mal gesagt gehabt. Mal gucken, was diesmal auf Gold hinkriegen. Dann haben wir nämlich die Aufgabe. Alle Einheiten verfolgen einen Bugatti Veyron. Thank you.
kann jetzt natürlich noch nicht viel machen. Weil auch dadurch, dass das kurvenreich ist, kann ich jetzt die Gefühle nicht ziehen. Da nehmen wir mal eine Straßensperre mit. Straßensperre ist in Position. Straßensperre steht zur Verhaftung. Nagelband einsatzbereit. Bestätige einsatzbereites Nagelband an eurer Position. Alle Einheiten. Freigabe für Flugdeck erteilt. Ich wiederhole. Freigabe für Nagelbänder. Over. Waffensysteme ausgefallen. Verdächtiger benutzt ein Störsender. Hatte Kontakt. Fahrzeug ist beschädigt. Das wird das anscheinend. Das werden hier Pi durchgesetzt. Vor Ort und auf Standby. Over. Alle Einheiten. Freigabe für EMP-Einsatz. Wiederhole. EMP freigegeben. Over. Aber der Heli muss den nochmal erwischen. Dann kann ich euch. Ach ja, natürlich bringst du mir so weg. Nagelband umfahren. Wiederhole, Verdächtiger ist dem Nagelband entkommen. Verfolgung. Komm, jetzt fliege ich nochmal, Freund. Hier Straßensperre, ein Verkehrsunfall ist verdächtigen am unserem Standort. Das war's. Gold. Hat funktioniert diesmal. Das haben wir nämlich auch gerade erst freigeschaltet nach dem letzten Rennen. Diesmal hat es funktioniert. Mit dem Freund, mein Freund. Bisschen rausgehalten aus der Situation. Und wir sind Rang 12 bei den Cops. Ich glaube, es voll werden wir sowieso nicht fahren, weil wir nur die Events zu Ende fahren. So, heute reist die PD-Bericht. Glückwunsch, Officer. Ich bin befördert. Neues Fahrzeug. Was haben wir nicht mehr bekommen? Ein S-Martin 177. Den wir ja auch schon mal den Racern freigeschaltet haben. Gut, dann sind wir da mit Auto durch. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's weiter mit den Racern.